Hallo, heute nach Freiburg, Christenmesse. Ich hoffe, durch den Tag kann ich ein paar Augenblicke von der Stadt und natürlich diese Realität, was wir heute halten. Die Christenmesse ist ein Treffpunkt für die Priester und die ganze Diözese. Und von dort bringen wir das Krankenöl, Katechumenöl und Chrysam sind drei Sachen, die wir verwenden in verschiedenen Sakramenten, sozusagen. Ich hoffe, das wird gut. Die Musik ist immer großartig in der Kathedrale, im Freiburger Dom. Und dann sehen wir uns dort. Ciao! Hi Matthias. Ja. Okay, seit wann ist diese Diözese in Deutschland? Wie nennt man auf Spanisch sagen wir la erección de la diócesis? Ja, Creyerens. Ja, 1827. Genau. Ja, genau. Also eine verhältnismäßig junge Diözese. Genau, etwas ganz Spezifisches von Münster. Ja, von Münster, gut, was kann man da sagen? Die Form, der Turm. Der Turm gilt als der schönste Turm der Christenheit. Ja, sagen zumindest die Freiburger. Und er hat eine ganz besondere Form. Er geht von einem Achteck in einem Oktogon, in einem Quadrat in ein Oktogon über. Und diesen Übergang nennt man den Freiburger Stern, soviel ich weiß. Das ist diese Balustrade mit diesen sternförmigen Geländern. Ja, und die Höhe sind, glaube ich, 172 Meter. Okay. Stimmt das? Ja, und etwas Großartiges, wenn ich korrekt bin, ist das schon im Mittelalter vollendet worden. Genau, und das hat sehr selten passiert. Genau. Verstehe ich. Der Kölner Dom, ja, in 1800 und so weiter war schon fertig. Ne? Und hier in Freiburg, schon im Mittelalter. Freiburg war immer eine reiche Stadt. Deshalb Freiburg. Freies Volk, kann man sagen. Genau. Ja.